Das Radfahrkonzept 2035 Plus der Stadt Cottbus nimmt Gestalt an und die Bürgerinnen und Bürger haben jetzt nochmal die Möglichkeit, ihre Meinung dazu zu äußern. Die Teilnahme an der Umfrage ist vom 8. bis zum 22. April möglich und zwar online auf der Website cottbus.institut-schreier.de. Die Ergebnisse fließen direkt in die finale Ausarbeitung des Radverkehrskonzeptes ein. So können Bürgerinnen und Bürger aktiv zur fahrradfreundlichen Gestaltung ihrer Stadt beitragen. Am 5. April um 15 Uhr bietet das Menschenrechtszentrum Cottbus e.V. eine kostenlose öffentliche Führung durch die Gedenkstätte des Zuchthauses an. Das Gelände wurde von 1860 bis 2002 als Haftanstalt genutzt und war während der NS- und SED-Diktatur ein Ort politischer Inhaftierung. Die Sonderführung bietet einen Überblick über die Geschichte des Haftortes und zeigt besondere Bereiche. Wetterfeste Kleidung wird empfohlen und die Teilnahme ist auf 25 Personen begrenzt. Interessierte können sich über die Volkshochschule Cottbus anmelden.